Der Geografietest nervt. Ich habe sicher 5 Kilo Geostoff am Rücken. Da bleibt wieder keine Zeit zum Fußballspielen. Wenn uns der Geostoff keine Zeit für den Fußballplatz lässt, dann spielen wir eben Fußball mit dem Geostoff. Gute Idee. Hier ist eh genug Platz. Wir passen die gelbe Linie entlang. Es geht schon wieder los, Sokrates. Oh, verdammt! Nico, zurück schnell! Nico, der Zug! Schwuppdiwupp! Oh Mann, danke Helmi. Der Rucksack wäre hingewiesen und die Geosachen auch. Der Rucksack? Schatzkeks, denk mal, was mit dir hätte sein können. Mann, das war echt blöd von uns, so nah an den Gleisen zu spielen. Stimmt, das war echt gefährlich. Er hätte auch einer von uns ausrutschen können. Genau das wollte ich auch gerade sagen. Und dass die gelbe Linie keine Ballspielzone markiert. Das wissen wir ja eh. Die gelbe Linie zeigt den Abstand an, den man mindestens zu den Gleisen einhalten sollte. Und wenn etwas auf die Gleise fällt, haben wir auch die Notsprechstelle am Bahnsteig. Hat mir mein Papa neulich erklärt. Ganz genau. Wenn ihr euch dort meldet, kann die U-Bahn-Leitstelle entscheiden, was zu tun ist. Das heißt, ihr wisst also eigentlich eh Bescheid. Dann müsst ihr euch ja jetzt nur noch dran halten. Besser eine Stunde auf den Fußballplatz und dann lernen. Dann habt ihr euch ausgetobt. Okay, danke, Helmi. So was Doofes machen wir sicher nicht mehr. Ciao. Ich verlass mich drauf. Tschüss. Und ich mach sowas Dummes auch nicht mehr. Was denn Dummes? Auch nichts. Aber nächstes Mal, wenn's regnet, gehe ich trotzdem raus zum Ballspielen. Noch mehr Infos und coole Spiele findest du auf meiner Homepage www.helmi.at.